Hallo zusammen. Am vergangenen Samstag war es mal wieder soweit. Eine königliche Hochzeit hat die Welt in Bann genommen. Meghan und Harry haben sich das Ja-Wort zugesprochen. Viel wurde darüber berichtet, dass bei dieser Hochzeit so einiges anders gelaufen ist als sonst, dass die Hochzeit auch so ein wenig das Königshaus aufgerüttelt hat. Auch die Predigt des amerikanischen Bischofs Michael Curry war sicherlich anders, als man das sonst gewohnt ist in England bei solchen Anlässen. Er hat leidenschaftlich von der Macht der Liebe gesprochen, die gerade in dieser Zeit gebraucht wird, die die Welt verwandelt, die Welt besser machen kann. Aber oft merken wir auch irgendwie, erfahren wir in der Welt, dass große Worte, große Aktionen, großes Engagement sich oft im Sand verlaufen, dass daraus nichts wird. Am vergangenen Sonntag haben wir auch in der Kirche Pfingsten gefeiert. Das Fest, an dem wir uns daran erinnern, dass auf die ersten Freunde Jesu der Heilige Geist gesandt wurde, dass sie erfüllt wurden von der Kraft, von der Macht der Liebe, von der der Bischof so leidenschaftlich gesprochen hat. Und diese Liebe ist eine, die nicht nur für einen Tag sich auswirkt, sondern die das ganze Leben bestimmen will, die das ganze Leben auch manchmal auf den Kopf stellt und die es aber immer auf gute Wege führt, weil es Wege Gottes sind, Wege, die dem Menschen, die dem Leben in dieser Welt dienen. Diese Liebe, diese Macht der Liebe wünsche ich euch allen in den kommenden Tagen und Wochen, dass sie euer Leben prägt, euer Leben verwandelt, euer Leben zum Guten führt. Dafür alles Gute.